Durch einen totalen Blackout habe ich in der letzten Folge, und mir tut es sehr leid, dass ihr alle, ihr seitdem einen Handabdruck an der Stirn habt, die letzte Runde Gwent verloren. Das wird nicht mehr vorkommen, hoffe ich. Deswegen jetzt die Revanche. Mein Gott. Angestellt wie so ein Volldepp. Ah, voll die vielen Fernkämpfer. Da gibt's Besseres. Nehmen wir den schon mal. Ne, okay. Versuchen wir's. Wie konnte denn das passieren? So ein Blackout. Ich hätte es locker gewonnen. Das wäre natürlich schön, wenn er einen Spion zufällig zieht. Jetzt hat er mit einem gepasst, okay. Naja, da muss ich jetzt einen meiner Fünfer aufgeben. Oder lieber den hier, weil die anderen sind wertvoller in der Kombination. Ja, wenn der Spion dann beim zufälligen auf dem Brett bleiben seinen Effekt auch nochmal auslösen würde. Okay, 10 zu 7, das war das letzte Mal schon besser, aber jetzt haben wir schon mal 11 zu 7 mit meiner zusätzlichen Karte. Wird schon reichen, irgendwie. Dann gehen wir jetzt mal aufs Ganze. Oh. Was ist das denn für eine Sonderfähigkeit? Zerstöre die stärksten Nahkampfeinheiten, wenn die Gesamtstärke seiner Nahkampfeinheiten mindestens 10 beträgt. Das ist die Frage, ob das auch die Doppelung angeht. Aber dann weiß ich schon mal, dass ich nicht meine Nahkämpfer doppeln werde, sondern die Fernkämpfer. Ja, jetzt verdoppelt er die hier schon mal. Okay. Whatever rocks your boat. Das ist schlecht für meine Ballisten. Das mit dem Wetter ist echt ein bisschen ärgerlich gerade, vor allem weil der immer stärker wird. Gut, die bringen ihm jetzt nichts. Jetzt hat er nur noch eine Karte. Bringt mir die Finte jetzt was? Ah, der zerstört halt auch meine Nahkampfeinheiten, wenn ich den einsetze. Aber dann, Moment, da machen wir jetzt erstmal den hier. Aha. Ja, der bringt dir halt auch nichts. Ja, dann war's das. Mein lieber Freund und Kupferstecher. War jetzt bestimmt auch nicht genial gespielt, aber hey, immerhin gewonnen. You win. Card's yours. Armed ruffians in town. Scandalous. Tibor Eggebracht. War der nicht bei Instaburg und Co.? Nee.
Jetzt kloppen wir uns noch ein bisschen. Wir müssen ja den Tag rumkriegen, bevor wir dann abends den Spion finden. Als erstes ist jetzt mal der eiserne Mortimer fällig. Die redanische Armee braucht dich, tritt ein und wilde, er werde ein Held des Nordens. Ich frage mich auch, wo Tristens Haus eigentlich ist. Da bin ich doch am Anfang mal vorbeigekommen, aber es war doch, war da nicht irgendwo die Rede mal von so einem schiefen Haus? So schief kam mir das gar nicht vor. Weil die wollte ich auch noch besuchen, bevor hier alles kaputt geht. Wo ist denn hier der Ansager? Ah, hier. I'm Geralt of Rivia. It matters not what you're called. It matters not where you're from. What matters is if you're prepared to fight Captain Mortimer. Hey, na logisch. Who organizes these fights? Tournaments like this have been held in Skellige, Velen and Novigrad for ages. Each region has its own champion. Novigrad's is the tailor. Defeat Mortimer and you'll gain the right to challenge him. Na dann. Vollen Einsatz. Let's do this. Fight! Gucken wir mal, wie stark er ist. Oh, 21. Boah. Troops, hear now! Oh, uiuiui. Come on, come closer. Haha! Das ist gar nicht so schwer. Rivia dethrones Captain Mortimer! Behold your prize champion! Archibald O'Neill is one you might face now. So sieht's aus. Der ist als nächster fällig. Truth is, we're already dependent on the Black Bombs, economically. Ah, humans. Und dann sind wir irgendwann der Faustkönig von Novigrad. Dass ich den Titel nochmal... Ui! Ja, komm. Was ist? Ja, dann halt nicht. Oh, der war gleich eingefroren mit einer neuen Rune. Ups. Irgendwas hat mein Hexersinn gerade gesagt. Aha. Oh, gehen wir hier rein? Weiß man nicht. Naja, dann machen wir den Archibald noch fertig. Und dann ist es auch erst Mittag. Oh Mann. Gibt es hier Pferderennen in der Nähe? Komischerweise ist der Trank jetzt abgeklungen, aber ich kann trotzdem die Hose anbehalten. Ist das normal? Oder ist es verbesserte Greifenhose? Benötigt Stufe 18, ich habe aber Stufe 16. Vielleicht, wenn ich sie nicht ausziehe, bleibt die an. Oder habe ich da irgendwas nicht verstanden, dass das, wenn man den trinkt, für den Zeitraum, in dem der aktiv ist, man einfach Sachen anziehen kann, die 2 Stufen höher sind. Merkwürdig. Oder ist es nur eine Hose, die man sieht, aber die nicht wirkt? Also eine Backhose, wer weiß das schon?
squirt your kidneys! Hey! Huh? Who would stand short? Name's Geralt. Patty Gruber. I'm a bookie. I trust you're here to fight. Patty Gruber. What can you tell me about these fights? Bouts are held in Novigrad, the Skelliger Isles, and in Velen. Each region has its champion, but to face the said champion, you must first defeat three other contenders in that region. Defeat the champions of Velen, Skelliger, and Novigrad, and you will win the prestigious title of Champion of Champions. Na dann, los geht's. Ah, ist ja nur halber Einsatz wie vorher fast. I'm ready. So. Hear that? A fight at last! Our champion, Archibald O'Neill, to face Geralt! Fight! Ah, ein Schisser, der weicht ganz schön gut aus. Kann ich auch, Bürschchen. Na komm. So, jetzt noch der Gnadenschlag. Und tschüss. Ladies and gentlemen, we have a new champion. The man who dethroned Archibald O'Neill. Bravo to Geralt. A beautiful bout. Wanna be crowned the best in Novigrad? Who do I gotta fight? Durden the Tailor fights every night in the outskirts where the non-humans have settled. Who kisses your ass today will bite it tomorrow. Ach, da könnte ich eigentlich noch schnell hin, oder? Bevor... Ich meine, ich muss ja dann eh hier rüber. Dann laufe ich da jetzt schnell hin. Dann, ruhe ich mich aus nach den harten Kämpfen und dann treffe ich den Spion. Oder brennt immer noch das der Außenposten von den Hexenjägern. Kommt davon. Schweinfurt Verneck. Den Witz habe ich, glaube ich, schon mal gemacht. Aber er wird nicht schlecht. Da wird der Meister von Novigrad gefunden und ich drücke jetzt sicherheitshalber doch mal auf Speichern, obwohl ich ehrlich gesagt mir das zutraue. The woman's mad. Ah, we've been expecting you. We're already taking bets. Aha. You've been weighed, you've been measured and you've been found scrawny. In what world could you possibly defeat me? The newcomer may seem all skin and bones, but remember, he defeated the sergeant to the bloody Baron of Velen. This elf's a dick. That been the case with all champions of Novigrad? No, I am the first. Do you know why they call me the Tailor? It began after I gutted some men. With these very hands. Schön. I knew that was gonna be a shitty story. 120, ja, der könnte ein bisschen kniffliger werden, der Kampf. Came here to fight the tailor, so let's do this. Novigraders, one and all, a momentous occurrence. Before us, in just minutes, Geralt of Rivia will face the tailor. Come here, bitch. Uncle Durden wants to sew you a new face. Na gut. Oh, 24. Der könnte mir tatsächlich ein bisschen über sein. Aber mit dem Parieren ist es alles gar nicht so schlimm, glaube ich. Denn der kommt ja nicht mal durch mit seinen Schlägen. Hälfte ist fast geschafft. Any last words? Ui.
Oh, whoa, whoa. Die Pariermethode ist immer noch die beste. Kann ich groß ausweichen. Einfach voll auf die Nuss. Haha! Und geschafft. Durden is champion no more. Henceforth, the title belongs to the Drifter. If you've not had your fill of slapabouts just yet, you'll find other eager challengers in Velen and Skellige. Naja, Velen habe ich ja schon erledigt. Guck mal doch mal in die Quests. Also Reise jetzt die Skellige, alles klar. Graf Räumen Schatz, das machen wir als nächstes. Junior machen wir dann auch bald. Die Gwindkarten, die sind noch lange nicht vollständig. Das ist Skellige, das ist mir noch zu schwer. Das ist Skellige. Da muss ich wieder nach Velen zurück. Sollte ich vielleicht mal machen. Gegen die Markise muss ich auch noch spielen. Das ist die Erweiterung. Das ist mir auch noch zu schwer. Das habe ich vorhin nicht ganz kapiert. Das sind die richtig schweren Gwent-Spiele. Da sollte ich vielleicht erst noch mein Dings veröffentlicht haben. Lindenthal, da komme ich langsam in die Gegend, dass ich das vielleicht mal machen kann. Was mich mal interessieren würde, wäre diese Mördergeschichte, die es hier noch geben soll. Aber die sind auf jeden Fall alle noch zu knifflig, bis auf den Hexerauftrag hier. Wir werden wahrscheinlich gleich einen neuen bekommen. Bei der Katzenschulenausrüstung, da würde ich jetzt sagen, auch wenn es ein bisschen gecheatet ist, bitte ich euch mal um eure Hilfe. Da war ich ja schon auf der Tempelinsel. Hab keine Ahnung, wo diese Passagen sind. Muss ich da mit dem Boot um die Insel rumfahren und da irgendwo einen Eingang suchen oder wo genau muss ich da langlaufen? Ich will irgendwie nicht in der Lösung nachschauen und ich will jetzt aber auch nicht ständig auf der Insel rumirren und diesen Zugang suchen. Vielleicht könnt ihr mir einen kleinen Tipp geben, wo ich da langlaufen soll. Und vielleicht auch, wann ein guter Zeitpunkt ist, das zu machen. Soll ich das gleich machen oder soll ich da vorher irgendwo was anderes noch erledigen, was mich da auf die Spur führt? Das wäre mal ganz gut. Die Sachen hier, um die Greifenschulenausrüstung zu vervollständigen, ich kann es ja kurz mal zeigen. Und die sind noch sonst wo, also da muss ich wieder zurück nach Velen, nämlich dahin und hier unten hin und für den Teil sogar noch weiter südlich. Also das ist dann, eigentlich müsste ich das glatt mal abklappern, dann hätte ich nämlich die Greifenschulenausrüstung nämlich beieinander. Allerdings kann ich die zweite Ausbaustufe sowieso erst in 1,5 Erfahrungsleveln machen. Und hier ist auch noch eine Quest, das heißt vielleicht, wenn jetzt die Geschichte mit Dijkstra bzw. mit dem Spion erledigt ist, vielleicht mache ich dann nochmal eine kleine Rundreise hier durch Velen und mache den ganzen Krempel. Mal sehen, ein paar Fragezeichen hat einer geschrieben, sollte ich auch mal wieder machen. Da habe ich noch eine magische Lampe übersehen, siehst du mal, also hier ist noch jede Menge Fragezeichen-Kram, hier unten überall, also vielleicht wenn wir hauptquestmäßig in Novigrad da sind, dass ich sagen würde, jetzt geht's dann demnächst nach Skellige, dann mache ich, glaube ich, erst nochmal so eine Rundtour durch Velen. Aber wer weiß, das kann sich auch alles ändern. Jetzt lese ich erstmal hier das Anschlagsbrett. Haus in gutem Zustand. Ich ziehe nach Kobe und verkaufe deshalb. Preisverhandlungssache Istreth. Warmer. Wie gemalt, qualifizierter Maler nimmt Aufträge für Wandmalereien und Leinwandarbeiten zu beliebigen Themen und mit Inhalten nach Wunsch an. Bei Porträtbestellungen sind Schminke und Kostüme ohne Aufpreis enthalten. Auch die besonders modischen Stile redanischer Honoratio und respektierte Matrone. Vincent Bernard. Ich suche dich, großer, dunkler Fremder. An den großen Fremden mit dem rabenschwarzen Haar und den smaragdgrünen Augen, der mir letzte Woche auf dem Fischmarkt beim Flunderkauf so charmant zugelächelt hat. Triff mich auf dem Fleischerhof, bitte. Ich werde dort die nächsten 7 Tage jeden Morgen auf dich warten. Auftrag Teufel in den Wäldern. Verehrter Herr Hexer, falls sich einer in dieser Gegend verirrt haben sollte. Ich habe das ungute Gefühl, ach was, ich bin todsicher, dass die Wälder, in deren Besitz zu kommen, ich das Glück hatte, bis neulich war ich jedenfalls noch dieser Ansicht, dass also diese Wälder zur Heimstatt irgendeines grausamen und bösen Teufels geworden sind. Ich heuerte vor kurzem einen Trupp Holzfäller an. Zwerge waren es, stramme Burschen, jeder von ihnen hat in seinem Leben schon unzählige mächtige Bäume gefällt. Du kannst dir also meine Überraschung vorstellen, als sie verschwanden und der einzige von ihnen, der gefunden wurde, behauptete, ein Monster gesehen zu haben.
Ich habe einen Preis dafür ausgesetzt, dass jemand mein Waldstück von bösen Kreaturen befreit und ich hoffe sehr, dass ich diese Belohnung bald jemandem überreichen darf. Beste Grüße, Brian Hodge. Monsterauftrag also. Auftrag, die weiße Dame. Gute Leute, habt Erbarmen mit uns Bauern. Die Felder vor unserem Dorf werden von einer Erscheinung heimgesucht, die das Äußere einer Jungfer hat, nur nicht das Gesicht, denn ihres ist grässlich und besudelt. Wer sich ihr auf 10 Spannen nähert, ist des Todes. So können wir unsere Ernte nicht einbringen und Hunger und Elend erwarten uns, wenn niemand etwas unternimmt. Wir wollen zusammenlegen und das Gold, das wir noch haben, demjenigen geben, der die weiße Dame vertreibt oder tötet. Helmer, Witzwil von Ignatius. PS, aufgrund der großen Nachfrage schreibe ich es gleich dazu. Ich habe kein Interesse an einer erneuten Heirat. Na, okay. Die besten Grabsteine der Stadt. Grabsteine aus Granit oder Marmor, aus Holz oder Metall, Accessoires aus Granit und Lehm, darunter Vasenschalen, Laternen, Urnen, schnell und zuverlässig bei großen Festen und nach Schlachten rechtzeitig vorbestellen. Machen wir. Achso, jetzt habe ich hier natürlich desaktiviert. Das wollte ich nicht, sondern hier geht's weiter. Wo sind jetzt genau, oder was für Monsteraufträge waren denn das? Einmal der Herr des Waldes. Stufe 25 und die weiße Dame. Oh, die ist, mal schauen, wo die ist. Die entspricht nämlich ziemlich genau... Aha, das ist ja gleich hier. Die entspricht nämlich ziemlich genau meiner Erfahrungsstufe. Vielleicht wäre es eine coole Idee, das jetzt dann gleich zu machen, denn ich habe immer noch ein paar Stunden übrig an dem Tag. Bis ich abends dann den Spion treffe. Dann hören wir uns doch zumindest mal an, was der zu sagen hat. Ach, falscher Auftrag, Moment. Na, jetzt habe ich den wieder gewechselt. Sehr dumm. Greetings, Witcher. Hear about the White Lady. As I hoped. I notice it's been hanging so long, sun's near bleached it blank. Managed to decipher it somehow, but I need more information. Ask away. Afraid to go out in the fields anyway, for fear of ending up like Mikko and his band. Mikko and his band, who are they? 4 lads, drunkards and good for nothing at all. They'd drained a few pints and decided they'd all plough the White Lady. Maybe then she'd bugger off. Romantics. Hmm. Seems the White Lady spurned their advances. They still lie in the field. Folk are afeard to bury him. So the White Lady haunts your fields? True. Just past the hut near the old tower. Folk say she's made her home there. So, will you save us from her? White Lady can wait. Let's talk about my pay first. Wie fies das ist. Also die wirkt nicht so, als hätte sie viel Geld. Da fange ich vielleicht mal... 50 Bonus. Oh, so be it. Ah! Toss in that bit. Ja, okay. Wäre noch mehr gegangen. Take care of it. Using more effective means than brave Mikko. Na, das ist ja gleich um die Ecke. Dann würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge und abends geht's dann den Spion treffen. Bis zum nächsten Mal.